Basement Apartment gibt es eigentlich seit 1990. Die alte Schule gibt es kurz nach 1990, 22 Jahre, glaube ich. Als wir da rein sind, weil wir auf Wohnungssuche waren, haben wir erst gedacht, nee, nicht zu bewältigen, nicht bewohnbar. Dann haben wir es doch auf die Beine gestellt, weil wir immer auf der Suche waren nach Platz, wo man einfach arbeiten kann und Musik machen kann. Also die alte Schule ist der mit Abstand geilste Proberaum, den ich je hatte. Fenster ohne Ende, Licht, angenehm, groß, laut, also, und mit Kaffee versorgt. Und man darf rauchen drin, also was will man. Ich kann mich glücklich schätzen, ich habe immer Musiker gehabt, die richtig gut waren und die dann natürlich selbstverständlich auch richtig gute eigene Sachen auf die Beine gestellt haben. Leave it all outdoors, I wanna drive of a song. Follow some tales that's been told. Gas decorations again. It's a mess that you meant for a while to escape from the cold. Mein Ziel ist einfach, lebendige Musik zu machen. Musik, die Vielfältigkeit, Vielschichtigkeit transportiert, die im Moment beim Live-Spielen mit Stimmungen umgehen kann und gestalten kann. Basement Apartment war immer ein Fundus, um mitzuspielen, um einzusteigen, sich auszuprobieren. Ich habe immer mich bemüht, das, was von dem Musiker selbst kommt, zu verwenden. Ich finde es immer wertvoller, das Naturell und das Temperament der anderen, der Mitspieler, wirklich auch zu spüren und das einfach auch zu verwenden. Ohne die alten Mannern, wie man so in Bayern sagt, ja, wäre ich eigentlich gar nicht dazu gekommen und die hätten mich auch nicht so gefördert. Ja, er hat mir einfach alles offen gelassen, hat gesagt, probier alles aus, was du willst. Wenn sie nicht gesagt hätten, ich soll es mal ausprobieren, dann hätte ich es wahrscheinlich von alleine nicht gemacht. Es sind immer Stimmungen, aus denen die Texte entstehen. Im Nachhinein, wenn ein Text fertig ist, stellt sich raus, dass es eigentlich irgendeine Verarbeitung ist von einem emotionalen Thema. Macht man das Gustav Schlagzeuger. Schlagzeuger rufen immer an. Sehr komfortabel. Hallo Gustav. Ich spiele bei Basement, weil ich was machen möchte, was bleibt. Weil ich was hinterlassen möchte, so eine Art Fußspuren, damit man irgendwann mal eine CD hören kann und sagen kann, da hat der Gustav mitgespielt. Und der Hubert, der gibt mir die Möglichkeit, da die Drums reinzuknallen, so wie ich das gerne habe. Eigene Sachen zu machen heißt halt irgendwo jetzt im ersten Moment nicht ausschließlich davon leben zu müssen. Und das heißt halt immer